Hier sind 10 Fortnite-Items, die du nur besitzt, wenn du wirklich Glück hattest. Beginnen wir mit dem Mr. Beast-Schirm. Nur 100.000 Leute besitzen diesen Schirm. Und um ihn zu bekommen, musste man genügend Punkte beim Mr. Beast Cup erreichen. Nun, 100.000 Leute mögen viel klingen. Aber wenn man bedenkt, dass Millionen von Menschen jede Woche Fortnite spielen, ist das relativ wenig. Als nächstes haben wir den Midnight Mars Gleiter. Das Besondere an diesem Gleiter ist, dass er zu Neujahr 2022 veröffentlicht wurde und seit über 900 Tagen nicht mehr im Shop war. Er war nur 48 Stunden lang im Itemshop erhältlich, was ihn zu einem der seltensten Shopgleiter macht, der wahrscheinlich nie wieder zurückkehren wird. Hast du es geschafft, den Gleiter an Neujahr zu bekommen? Als nächstes kommen die Rette die Welt Skins. Wenn du die besitzt, hast du Glück gehabt, denn Fortnite hat den Verkauf von Rette die Welt Gründer eingestellt. Das bedeutet, dass du diese Skins nicht mehr bekommen kannst, es sei denn, du findest eine alte physische Kopie mit einem Code. Aber diese sind sehr selten zu finden und auch sehr teuer. Als nächstes kommt der Skin Jackie. Wenn du diesen Skin besitzt, hast du Glück. Das liegt daran, dass er aus Staffel 1 von Rocket Racing stammt und man diesen Skin nicht mehr bekommen kann. Er war kostenlos durch Herausforderungen erhältlich und diese waren nicht so leicht. Rocket Racing haben nicht wirklich viele gespielt, deshalb werden nicht viele Leute diesen Skin besitzen. Niemand weiß, ob er in Zukunft verkauft wird. Aber im Moment kannst du ihn nicht mehr bekommen. Hast du eigentlich die Shooting Star Spitzhacke? Diese ist aus dem Jahr 2020 und war für eine kurze Zeit kostenlos im Shop. Du hattest wirklich Glück, wenn du dieses Item kostenlos bekommen hast, da es eigentlich zum Deo-Skin gehört, der im Shop für 1500 V-Bucks erhältlich war. Diese Spitzhacke sollte ebenfalls im Shop verkauft werden, aber stattdessen entschied man sich, sie kostenlos zu vergeben. Ich weiß nicht genau, ob ich sie mir geholt hätte, aber für eine kostenlose Spitzhacke sieht sie echt gut aus. Nun haben wir ein weiteres Emote, Crab Walking. Das war ein Herausforderungs-Emote aus der ersten Fortnite Festival Season. Wenn man alle Aufgaben gelöst hatte, bekam man ihn. Die Anzahl der Festivalspieler war nicht sehr hoch, deshalb werden viele Leute diesen Emote nicht bekommen haben. Falls du ihn besitzt, hast du Glück gehabt. Hast du den Surf Strider Skin bekommen? Dieser war ein exklusiver PC-Skin und um ihn zu bekommen, musste man entweder einen Intel-Prozessor oder den Gaming Pass haben. Da er so selten gesehen wird, wusste ich bis heute nicht, dass er existiert. Generell, solche Art von Skins sind sehr selten. Hast du eigentlich irgendeinen exklusiven Skin? Denn es ist Glück, auch nur einen zu besitzen. Die meisten exklusiven Skin-Bundles sind entweder abgelaufen oder sehr teuer geworden. Und diese kommen alle nie wieder zurück. Auch das Besitzen von Starterpack-Skins ist Glück. Nicht alle von ihnen sind begehrt, aber einige sind mittlerweile echt teuer geworden. Zum Beispiel verkauft sich Yellow Jacket für hunderte von Euros. Wenn du das Starterpack gekauft hast, als es im Shop war, hatte es nur 5 Euro gekostet. Unglaublich, oder? Weiter zu den Fortnite Crew Skins. Viele übersehen die Crew Skins und deshalb hast du Glück, wenn du auch nur einen der früheren besitzt. Diese werden nie wieder verfügbar sein und einige sind wirklich gut. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zu einer Sache, die dich sehr überraschen könnte. Und zwar ist 2021 in Fortnite ein sehr beliebter Spielmodus reingekommen, namens Imposter. Das ist eine Fortnite-Version von Among Us. Dann 2022 beschloss Epic Games offiziell eine Zusammenarbeit mit Among Us zu starten. Wir bekamen also ein Bundle mit dem Distraction Emote und dem Crewmate Rückenaccessoire. Es gab zwei Möglichkeiten, dieses Bundle zu bekommen. Entweder durch den Kauf im Item Shop oder durch den Kauf eines Among Us Add-ons im Epic Games Store. Mittlerweile ist es über 800 Tage her, als dieses Bundle im Item Shop war. Deshalb wird es so langsam selten. Aktuell weiß niemand, ob wir das Bundle je zurückbekommen werden. Das waren also 10 Fortnite-Items, die du nur besitzt, wenn du wirklich Glück hattest. Schreib gerne in die Kommentare, ob du eines von diesen Items besitzt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Streams oder Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Tragt gerne meinen Creator-Code PANX im Itemshop ein für den maximalen Support. Danke an jeden, der ihn eingetragen hat. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer PANX und ciao.